Hallo Leute und herzlich willkommen hier in einer weiteren Folge. Ja, Leute, ich hab's getan. Ich habe mir hier den Runaway gekauft. Hat mich ein paar US-Dollar gekostet, aber irgendwie hat mir das keine Ruhe gelassen. Ich wollte unbedingt mal diese Klasse hier austesten. Ich habe noch keine einzige Runde mit ihr gespielt. Ich habe sie also gerade wirklich jetzt gerade erst gekauft. Und ich dachte mir, die erste Runde, die ich mit ihr spiele, da sollt ihr natürlich hier dabei sein, hier im Let's Play. Ich würde sagen, legen wir mal direkt los und schauen wir uns mal an, was diese Klasse überhaupt kann. Das ist, wie gesagt, keine Standardklasse, sondern das ist ein DLC, also ein Download-Content, den man aber hier in diesem kostenlosen Game dann auch mit Echtgeld bezahlen muss. Mir war es das wert, denn ich spiele dieses Game extrem gerne. Aber zu viel möchte ich gar nicht mehr erzählen, ich möchte unbedingt mal diese Klasse hier zocken. Ja, ich würde sagen, fangen wir an, suchen wir uns eine Burg und legen wir dann einfach mal los. So, jetzt schauen wir hier direkt mal, Regionsmap 1 bis 4, was es denn da gibt. Irgendwie mit ihr hier noch gar nichts. Ah, die sind aber Level... Die sind aber Level 1 bis 4, beziehungsweise Level 4. Da haben wir Level 3, Level 2, Level 1 hier unten, Old Fort. Ich würde sagen, gehen wir direkt dorthin, legen wir mit ihr mal los. Die schöne Dame hat ja so eine Art Gitarre in der Hand. Ja, gehen wir mal da rein. Wir haben absolut keine Ausrüstung mit ihr. Ah, da hören wir sie schon. Da bin ich ja mal wirklich gespannt. Was ist denn das hier überhaupt? Okay. I smell shiny things. Also schöne, schöne Dame. Hier schön draufhauen, ab auf den Kopf. Und da geht's gerade weiter. So, und weiter legen wir los. Kämpfen uns hier durch die Gegner. Haha. Nochmal. Komm, ab auf die Fresse. Schöne, schöne, nette Dame hier. Komm her. Na klar. So schnell geht's mit ihr. Und auch die Fallen hindern uns hier nicht daran. Kommt nur her. Schön im Kreise drehen. Und ach, nochmal. Ich weiß ja nicht, ob jeder so mit seiner Gitarre umgeht. Ich würde das ja persönlich nicht machen. Mir wäre die zu wertvoll. Wir haben es geschafft. Wir sind durch. Das war der erste Dungeon mit dieser schönen Dame. Der Runaway. Sexy Schuhe hat sie an. Hm? So ein bisschen Emo-Style. Let's do it again. Natürlich, meine Dame. Das machen wir auch. Aber jetzt gehen wir mal hier, glaube ich, eine höher. Beziehungsweise schauen wir uns doch hier gerade mal an. Ja, perfekt. Wow, schöne Armbänder. Oh, schau, was hat sie denn für eine Waffe? Board with a nail in it. Metal Skysy. Cool, ha? Coole Waffe. Und noch einen Ring haben wir gefunden. Was habe ich denn hier? Ein Slaying Bow. Gold Boost, Magic Find Boost. Und ein XP Boost. Den habe ich dazu bekommen, als ich das hier gekauft habe. Für eine Stunde lang 50% mehr EP. Ja, Leute, ich würde sagen, für diesen Charakter, der ist Level 1, dann nutzen wir doch das einfach. Machen wir das. Use now. So, jetzt bekommt sie 50% mehr EP. Das heißt, weniger Gelaber, mehr Action. Eine Instanz nach der anderen machen wir jetzt hier durch. Bis wir in Level 4 dann auf die Spielebogen treffen. Ja, ihr werdet jetzt gerockt, genau. Und hier legen wir schon wieder los. Ja, die Falle hält mich nicht auf. Na komm, rennen wir mal hinten her. Komm. Ja, so schnell geht's. Das sind wir schon Level 2. Na komm her, du auch. Du auch. Na, nichts gibt's. Auch die lächerliche Falle soll mich aufhalten. Keine Chance. Und hier. Und nochmal. Immer auf die Neune.
Was haben wir da drüben? Das sind noch mal drei. Ha! Geschafft. Das sind noch mehr. Einmal im Kreis drehen. Hier nur als Abschluss so eine kleine Kühe auch hinlegen. Und du? Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Komm, die hau ich auch noch mal drauf. So schnell geht das. Ich bin mal gespannt, was die alles noch für Attacken bekommt, Leute. Das kann ja wirklich lustig werden. Das ist wie gemacht für uns. Level 3. Gibt's ja gar nicht, das ging aber schnell jetzt. Der 50% EP-Bonus ist wohl doch relativ stark. Das sind wir schon wieder durch. You can't have an autogram. Genau. You have reached level 3. Wir haben Dancing Blade. Use this to send out a Spinning Spectral Blade. Quickly use again, throw a second and use a third time to call them back. Deal 14 magical damage per second and 34 damage on the way back. Na gut. Nehmen wir das mal mit runter. Schauen wir uns doch das mal an. Ach, nochmal was? Yell loudly to demoralize enemies in the front of you, lowering their resistance by 20%, slowing them by 70%, and granting yourself a temporary shield that blocks damage up to 13%, okay? Ich würde sagen, wir machen das nämlich so und auf die rechte Maustaste mache ich was anderes. 14 Sekunden Cooldown, 10 Sekunden, 10 Sekunden. Da gibt es später noch was Besseres, bin ich mir ziemlich sicher. Hier. Der macht wieder mehr Damage. Cleave, aber wir verlieren jede Menge Damage, dort auch. Deswegen verkaufen wir das Ganze natürlich. Das geht übrigens mit der Shift-Taste leichter. Einmal draufklicken und dann war's das. Magic Find Boost. Den wir haben 5 Stück. Wie lange hält der an? Eine Stunde auch. Ja, machen wir doch. Kriegen wir magische Rüstung. Was mit dem Geld nehmen wir mal nicht. Das brauchen wir im Moment nicht, denke ich. So, Chicken HQ. Gehen wir mal rein ins Chicken HQ. Admit it. You're happy to see me. Come on. Hallihallo. Immer schön, heute Abend gibt's Hähnchenbraten, darf ich vorstellen. Wollt ihr es ein bisschen weich geklopft oder lieber schön hart geklopft? Die haben einfach noch ein paar Federn dran, also die Garantie, dass die komplett federfrei sind, kann ich euch gerade nicht geben. Eine Falle. Haha. Komm her. Ja, so leicht geht das. Aber wir sind natürlich voll im Anfangslevel. Da ist das easy. Und der nächste. Hähnchenschläge im Angebot. Oh. Komm, komm her. Dankeschön. Und weiter geht's. Eine schöne AOE-Attacke. Der nächste. Na, was haben wir denn da? Darf ich vorstellen, das ist Mr. Chicken, Kentucky Fried Chicken. Und da oben gibt es noch mehr, wie ich sehe. Wow. Alter Schwede. Geht ja ganz schön schnell hier. So, das sind wir schon wieder durch. So einfach ist das. Ja, aber das war als Magier wirklich genauso einfach. Muss ich zugeben. Das ist einfach im Low Level. Headbang. Use this up to 3 times in quick succession to rush forward and headbutt enemies, hurting yourself but hurting them more. Damage yourself 10% of your current health and deal 47 physical damage to your enemies plus 6% of your maximum health. Okay, eine starke Attacke.
8 Sekunden Abklingzeit, aber die tut uns natürlich auch weh. Dürften wir also nicht wirklich oft benutzen. Ja, eine schöne Waffe gefunden. Hier noch ein paar Handschienen. 9 Ring. Wegwerfen. Das genauso, das nehme ich nicht für uns. Und das. Ja, und da können wir uns schon wieder in den Angriff begeben. Was haben wir noch nicht? Den Snottingham haben wir noch nicht. One-Eyed Giant, den haben wir auch noch nicht. Ich würde sagen, machen wir uns auf und töten den One-Eyed Giant. Your treasure's about to get a new owner. Hallihallo. Na, na. Du alter Feigling, komm raus aus deinem Fass. Da hinten sind noch welche, die hätte ich fast liegen lassen. Ja, die gehen ja wirklich ganz schön schnell down mit dieser Attacke. Aber wir sehen schon. Oh, oh, shit, nee, ich depp. Was mache ich denn? Hallo? Wir gehen schnell down, aber wir bekommen einiges auch an Schaden ab. Das dürfen wir nicht zu oft benutzen. Schön außen rumlaufen. Und hier. Komm her, du böse dich. Ich lege dich. Schönen Schrei gemacht, das demoralisiert ja unsere Gegner. Die Sprüche sind schon cool, wo sie drauf hat. Na, nochmal. Was sie wohl im High Level alles kann. Da bin ich ja mal gespannt. Oh, okay. Die schreit aber ganz schön, das dröhnt also hier in meinem Kopf drüber, Leute. Das dröhnt ganz schön. Und auch diese Dungeon konnte uns nichts entgegensetzen. Wir sind durch. Ja. Oh, jetzt habe ich das leider schon weggeklickt. Jetzt wollte ich gerade so schauen, wie sie schön Luftgitarre spielt. Schade, schade, schade. Nicht so schnell drücken, würde ich sagen. So, wir haben schon wieder was gefunden. Das ziehen wir doch an. Genauso das. Das ist alles Crap. Das können wir nicht, denn das ist von einem Mage. Deswegen verkaufen, 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 verkaufen. Und ich würde sagen, Leute, machen wir weiter. Gehen wir in den nächsten Dungeon rein. C.T.'s Nottingham. Der spuckende Frosch, den kennen wir ja noch aus meiner Burg vom Magier. Dort habe ich auch diesen Frosch, der in der Gegend rumspuckt, wo wir nicht im Gift stehen dürfen. In dieser Brühe, die macht extremen Schaden. Komm, ich piek dich. Oh. Soll ich dich küssen? Der will nicht geküsst werden, der fällt schon vorher um. Dabei sind wir doch so reizend. Ja, kommt mal her. Kommt mal schön her. Fallen wie die Fliegen. Oder wie die Frösche. Und hier, abkopflos. Eine Klebefalle, die verlangsamt uns. Aber das kann uns nicht gefährlich werden, solange keine Fallen hier in der Nähe sind. Na, wo ging's denn lang? Da oben? Ging's da hinten lang? Nein. Ich habe eine Auffahrt verpasst. Die wird wohl irgendwo hier auf der rechten Seite sein. Oder nicht, oder doch. Ich hab's gesehen, links unten. Lauf, Mädchen, lauf! Oh, 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 oh. Bringt nichts, wenn ihr auf den Bauch klopft. Ihr sterbt sowieso. Da hinten ist ein magischer Frosch.
Da hinten war ein magischer Frosch. Guten Tag, Herr Frosch. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Ja, hallo. Nee, nee. Ich piek dich. Level 5. Now we're talking, baby. Und da oben gibt's schön was zu machen. Schau mal hin. Mal draufhauen. So, weiter geht's. Und hier, kopflos. Ich weiß nicht, wie es euch geht, Leute. Mir macht das Spiel hier wirklich... Oh. Mir macht das Spiel hier wirklich riesigen Spaß. Es ist etwas Einfaches. Für zwischendurch. Ich meine, ich spiele ja gern richtig schöne Story-Games, die ich ja gern Let's Play. Hauptsächlich wie ja das Beyond Two Souls, was ich Let's Played habe. Und dann das Walking Dead. Aber zwischendurch, muss ich euch ehrlich sagen, bin ich mal froh, wenn ich Titel spiele, die relativ einfach sind, wo ich mein Gehirn ausschalten kann. Nicht, dass ich es immer da anhabe bei jedem Let's Play, aber so zwischendurch sollte ich es mal auch mal ausmachen können. Nachfall schon um. Ja, die macht jetzt schon ein bisschen mehr Schaden. Rechtsklick mache ich jetzt nicht mehr für die Kopfnuss. Ach, der da hinten beschwört schon wieder. Na komm, Herr Skelett. Ja, das wär's gewesen. Das Skelett liegt auch schon. Ich glaube, jetzt müssen wir nur noch auf den Endboss treffen, aber werden nicht mehr allzu viel leben. Ob das wohl was wird? Wollte ich doch das nochmal lesen. Okay. Das ist also diesen Buff, den wir uns geben können. Stirb! 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 Dancing Blade. Das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Das ist eine Art Fernkampfattacke. Ha? Komm zurück. Och Mann. Ja, ja. Machen wir was anderes. Die hängt hier an der Ecke, diese Klinge. Und kommt nicht weiter. Komm zurück. Wenn ich das richtig verstehe. Oh, 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 oh. Können wir diese Klinge auf Reisen schicken? Und wenn sie zurückkommt, macht sie dann nochmal Damage. Das funktioniert aber nicht über eine Ecke. So, die sind down und was kommt da hinten noch? Noch ein paar schöne Frösche. So, den haben wir angeschrien. Dann kann er uns... Dann bekommt er von uns viel mehr Schaden, wenn wir ihn angeschrien haben. Das demoralisiert ihn und schützt uns vor allem auch ein bisschen. Aber jetzt habe ich doch mit meinem Leben hier ein bisschen zu kämpfen. So, aber... Nein, 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 nein. Das ist aber ein... Wow. Wow, das sind einige Gegner. Hey there, big enough. You ready for a butt kicking? Oh mein Gott. Der hält aber einiges aus. Na komm, sterb endlich. Ha, wir haben ihn, glaube ich. Wow, 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 der Schleimer hier. Schnell die Kugel abholen, die gibt uns Leben dazu. Und ich glaube, wir haben den dann schon durch. Das war der Boss. Hier gibt es noch ein bisschen Leben. Und dann möchte noch ein Frosch auf den Kopf. So. Ja, da sind wir schon wieder am Ende von diesem Dungeon. Da haben wir die schöne Schatzkammer. Das wohlverdiente Geld. Die wohlverdienten Kristalle.
Keine Luftgitarre für mich, Baby. Für mich, komm. Sie will noch nicht. Ja. Leider nicht. Leider möchte sie nicht. Aber wir haben einen neuen Zauber erlernt. Moshpit. Der Gene. Arcanic Dance Shift and stuns all enemies around you for 4 seconds while granting yourself a temporary shield that blocks damage. The more enemies around you, the stronger the shield, up to 20% of your maximum health. Kostet 50 Mana und hat aber relativ langen Cooldown, das Schild. Na gut. Das Schild ist schon eine schöne Sache. Pyrotenix, Siren Stun, Shred, Heavy Metal. Ja, ich bin mal gespannt, was die anderen Attacken später alles können. Aber wir haben hier gerade ordentlichen Loot abgegriffen. Vielleicht können wir was gebrauchen. Das ist schon ein Archer, das bringt... das bringt uns nichts. Das auch nicht wirklich, nicht wirklich. Das bringt uns was. Das nicht wirklich, aber das. Das auch nicht. Das auch nicht, das auch nicht. Effect Physic Armor, Better Loot Quality. Nehmen wir mal. Aber jetzt, wenn wir schon bei dieser Waffe sind. Wir haben hier eine Level 3 grüne Waffe und ich habe mit meinem Magier genug Geld gesammelt, um uns hier eine bessere Waffe zu holen. Das heißt, wir können uns noch eine gelbe holen. Schauen wir uns doch mal nach einer guten Waffe um. Ja, 6 Damage pro Sekunde mehr und Gift Damage. Increases Attack Speed. Critical Damage wird erhöht. Aber die hat schon 20 Schaden pro Sekunde. Also die hier nicht. Entweder die hier oder die hier. Plus 3 Poison Damage. 3% Attack Speed. Ne, komm, wir nehmen die hier. Ein schönes Sichel. Wieder mit gespannten Seiten, wie man sieht. So muss es doch sein. Ja, gibt's hier dann noch irgendwas, was noch nicht brennt? Hier unten Puppet Master. Greifen wir das auch noch an. Dann sind wir nämlich durch die ganzen Low-Instanzen 1 bis 4 durch. Das wären dann alle. Oh mein Gott, die fallen wirklich um. Wie die Untoten. Ah, der nächste bitte. Der nächste. Oh, 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 die doofe Falle. Nee, nee. Such du den anderen. Hallihallo. Wow, was war denn das? Wir haben irgendwie voll den AOE-Schaden jetzt gerade gemacht. Dabei habe ich nur einen ganz normalen Schlag gemacht. Ja, die komische Artillerie da hinten, die kann uns nicht wirklich was anhaben. Ist das hier ein Boss? Schreiben wir ihn mal an. Was war das? Die hat Musik gespielt, die Gitarre. Schön in Bewegung bleiben. Hat das Ding nämlich selber getroffen. Ja, was man ja immer wissen muss, auch in der Defensive, was viele nicht so wissen, eure Fallen können eure eigenen Monster treffen. Und genau so ist es hier gerade gegangen. Ihr könnt die ganzen Monster auch immer in die Fallen locken, wenn das mal was zu schwer wäre. Dann im Zweifelsfall einfach ein bisschen kiten. Dann klappt das meistens. So, den da hinten, der ist ziemlich schwierig. Das sind diese Totenbeschwörer, die uns ja schon einige Male das Leben schwer gemacht haben. Der Dungeon ist aber wirklich extrem einfach gewesen, aber gab gut Erfahrungspunkte. Ich kann mir gut vorstellen, wenn ihr den mit euren Charakteren einige Male macht, bekommt ihr ordentliche Erfahrungspunkte. He's on fire with 20 castles in a row. Mit den anderen von meinem Magier hintereinander 20 Stück gewonnen.
So, also haben wir schon wieder einen neuen Zauber. Pyrotechnics, charge up mystical energy with furious playing and unleash your talent on nearby enemies. Steals more magical damage the longer you charge, up to a maximum of 174. Kostet 20 Mana, cooldown 10 Sekunden. Okay, nehmen wir das mal rein, und zwar für diesen komischen Kopfnuss-Charger. Ich denke, das wird die bessere Variante sein. Oder nein, ich denke, diese Dancing Blade, diese Fernattacke, ich werde die dafür wegmachen. Und das Moshpit hier noch reinnehmen, was uns ja dieses Schild gibt. Umso mehr Gegner um uns drumherum sind, bekommen wir ein größeres Schild. So, oh nee, wollte ich nicht. What? Jetzt habe ich gedacht, ich sag what the fuck. Hätte ich Cola gefunden. Yeah! Schöne Kapuze. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Tja, Leute, schaut euch das an. Wir haben hier innerhalb von ein paar Minuten alle Bogen gemacht, die brennen alle. Oder? Ja, die brennen wirklich alle. Hier gibt es keine mehr. Doch, hier. Da war ich noch nicht drin. Jumbo Tentacle. Ja, Leute. Ich würde sagen, in diesem Let's Play zeige ich euch einfach mal alle Low-Instanzen. Gehen wir rein. Okay. Hallihallo. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Die hören uns zu, wie wir hier Musik spielen, und dann kriegen sie voll auf die Fresse. Alter Schwede, du heiliger Strohsack. Puh. Also so einen starken AOE-Effekt. Das ist ja einfach wirklich krass. Der voll das AOE-Monster, die kleine hier. Ja, ja, haut drauf. Kommt mal mit, ich möchte euch was zeigen. Nur für euch heute. Heftig, heftig, heftig. Sonst habt ihr immer noch Gas. Also die Kleine ist eine gute AOE-Maschine, das muss man ganz klar sagen. Ich denke, im Endgame wird... im Endgame wird der Magier wohl mehr Damage machen. Also mehr so Damage, denke ich, macht der Magier. Wo der hier einfach im AOE-Farmen wahrscheinlich unbestreitbar stark sein wird. Aber es ist natürlich ein DLC, die sind meistens etwas stärker, muss man natürlich auch sehen. Cool, die Kleine. Ich muss euch sagen, das lohnt sich. Nochmal. Schaut's euch an. Schön gemacht. Da sind wir durch. Und jetzt dürfte, glaube ich, wirklich alles brennen. Snotter hat auch noch. Alter Schwede. Eine nach dem anderen. Ja, die kann nicht schwer sein. Ich meine, die ist Level 2. Hallo? So, und weiter geht's. Hallo, Gift Chicken. Können uns einfach nichts anhaben mit dieser Klasse. Aber wir sind doch einfach zu high im Moment. Bin ja mal gespannt, wie das weitergeht, wenn wir hier auf die ersten Spieler-Dungeons treffen. Da wird's wohl ordentlich schwerer werden. Ich habe ja den Charakter auch schon bei mir in der eigenen Burg drin gehabt, aber die ist bei mir untergegangen. Dafür die Magier sind einfach durchgerauscht.
Komm, und ja, nochmal. Vielen Dank, Ade, war schön. Hatten wir den nicht schon? War doch das schon mal drin, oder nicht? Also, Leute, ich glaube, ich war hier schon mal drin. Mit dem Charakter? Bin ich mir jetzt also wirklich nicht sicher. Aber ich dachte... Schaut euch mal an, wie schnell man hier EP macht. Das ist unglaublich. So, jetzt brennt aber alles, hä? Ja, Old Ford, Jumbo Tentacle, Snotter Hut, Puppet Master, Chicken HQ. Alle brennen sie. Ja, wir haben alle hintereinander durchgemacht, alle Low-Instanzen. Haben hier auch nochmal ordentlichen Loot bekommen. Können wir nochmal einige verkaufen. Das auch. Ja, das können wir brauchen natürlich. Nee, nee. Ich sehe das immer anhand der roten Zahlen, ob wir Minus oder Plus machen dort. Wo wir verlieren und wo nicht. Oder diese Items, wo wir hier dieses Zeichen haben. Dort haben wir überhaupt keine Bonusse. Also dieses Schloss. 5 Magical Armor. 2 Magical Armor. Das heißt, das können wir verkaufen. Und das können wir hier reinsetzen. Und hier und hier. Da sind wir schon wieder durch. So schnell geht's. Und wenn wir hinschauen, wir haben schon ordentlich hier an Geld gemacht. Ja, wir sind schon bald wieder in der nächsthöheren Levelstufe, wo wir uns dann neuere Items holen können. Ja, sind wir ja sogar schon. Wir sind ja nämlich Level 6. Unglaublich, wie schnell das ging. Da können wir uns später noch was Schönes einkaufen gehen. Ja, aber an dieser Stelle würde ich mich mal bedanken bei euch, Leute. Stay tuned, have fun. Ich finde es wirklich eine coole Sache, diese Dame hier. Ihr müsst euch im Prinzip selber entscheiden, wollt ihr sie ganz spielen, sagt sie euch zu. Sonst, ich werde noch weitere Gameplays machen, auch gleich anschließend danach hier, den nächsten Teil noch. Schaut es euch an, ob euch die Klasse gefällt, ob ihr sie gerne spielen würdet in diesem Spiel. Ich kann sie empfehlen, mir macht sie Spaß, aber mir macht auch der Magier Spaß. Das muss man ganz klar sagen. Also ein reiner Main-Charakter ist er vielleicht nicht. Der mag ja aber auch nicht. Ich spiele einfach beide gern. Müsst ihr selber wissen, Leute. Danke, wart ihr dabei. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Nochmal stay tuned, have fun. Hier für euch war euer Muscle Tag.